Bei mehrstimmigen Stücken übe zunächst alle Stimmen getrennt. Wenn du jede Stimme gut beherrschst, kannst du sie miteinander kombinieren. Ich nenne das Üben in drei Kombinationen. Wenn auch das fehlerlos geht, übe alle Stimmen gemeinsam. Die Hände gemeinsam. Rechte Hand und Pedal. Und linke Hand und Pedal. Stücke, die für zwei Manuale konzipiert sind, solltest du von Beginn an auch auf zwei Manualen üben. Vertausche beim Üben aber regelmäßig die Hände. Warum? Jede Orgel hat unterschiedliche Register. So kann es sein, dass auf dem einen Instrument die Register des ersten Manuals besser passen, auf dem anderen die Register des zweiten Manuals. Wenn du stets in derselben Position spielst, bist du unflexibel. Wenn du beim Üben regelmäßig wechselst, bleibst du flexibel. Bei Skalenläufen im Pedal musst du mit dem jeweiligen Fuß schräg übersetzen. Der andere Fuß ist etwas weiter hinten auf der Pedaltaste positioniert. Solche Übungen findest du viele in der Orgelschule. Der Anfang ist gegeben und du führst die Übung dem System folgend selbstständig weiter aus. Beim Daumenuntersatz achte darauf, dass die Hand rund und gerade bleibt. Ebenso beim Übersatz in der linken Hand.